Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zur 24. Folge der 1000 PS-Wochenshow. Es begrüßt euch Zirkusdirektor Code, der euch wie immer die aktuellen Attraktionen in der 1000 PS-Manege präsentieren wird. Wir waren ja schon vergangene Woche auf der ersten Grip-Party in Brünn und dort konnten wir einige Modelle miteinander vergleichen beziehungsweise Einzeltests durchführen, zum Beispiel von der Z1000, die wir euch schon in den letzten Wochen schon präsentiert haben. Wir haben aber auch wieder mal die Super Duke gegen ein Motorrad verglichen. Es ist wieder mal die S1000R von BMW. Allerdings war es diesmal ein Rennstreckentest und da haben sich die Verhältnisse ganz anders präsentiert. Das Interesse an der Super Duke war ja im Vorfeld schon so groß, dass wir natürlich versuchen, sie in möglichst vielen Tests einzubauen, sie gegen möglichst viele Gegner antreten zu lassen und das auch noch in verschiedenen Disziplinen. Diesmal war eben die Rennstrecke dran. Sie stieg gegen die S1000R wortwörtlich in den Ring. Wir dachten ja persönlich auch, dass die S1000R das einzige Motorrad sein wird, das die Super Duke wirklich fordern kann. Jetzt nach der Rennstrecke muss ich aber sagen, müsste man das fast andersherum formulieren, dass die S1000R das Motorrad ist, das es zu schlagen gilt, aber lest und seht einfach selbst. Während wir mit den Naked Bikes mit Serienbereifung unterwegs waren, das werden wir beim nächsten Mal vielleicht versuchen auszugleichen und das gleiche Reifenmaterial zu wählen, hat Nils auf seine G6R 1000 den neuen Bridgestone V02 Slick montiert. Sein Motorrad ist ja wirklich schon fast auf IDM-Niveau, zumindest ein sehr ernstzunehmendes Hobby-Rennmotorrad mit Öl ins Fahrwerk und Motorabstimmung von MotoGP-Fahrer Martin Bauer. Und Nils hat gesehen, dass der V02 zwar mehr Potenzial hat als der Vorgänger V01, aber auch mehr Expertise verlangt und ein bisschen Beschäftigung, Abstimmung mit dem Fahrwerk hat er diesmal aus Zeitgründen nicht geschafft. Beim nächsten Mal werden wir versuchen, hier ein bisschen herumzutüfteln und die perfekte Fahrwerksabstimmung zu finden. Alo ist ja unser Hausbauer, der in Niederösterreich mehrere Quadratkilometer Land und Wald besitzt. Und wir beiden haben uns ins Gestrüpp und ins Gehölz gewagt mit zwei verschiedenen Enduros, um diese gegeneinander zu vergleichen. Und zwar eine KTM EXC 450 und eine Husqvarna TE 300. Also Viertakt gegen Zweitakt, ein richtiger Glaubenskrieg. Also selbst wenn es sich ja eigentlich schon um ein firmeninternes Duell handelt. Trotzdem interessant, was wir von den Motorrädern halten. Video konnten wir leider keines aus dem Wald mitnehmen. Wir haben die Kamera dort leider verloren. Dann war uns der gute Fauli noch einen Test schuldig. Er konnte ja gemeinsam mit der Honda VFR 800F auch die CB650F testen, die als Hornet-Nachfolgerin gilt. Man muss sagen, die Hornet war so ein beliebtes Naked Bike, dass sie natürlich ein sehr großes Loch hinterlässt. Und ob die CB650F imstande ist, dieses zu füllen, lest ihr jetzt in seinem Testbericht und seht ihr in seinem Video. Eine limitierte Serie des Yamaha X-Max 400 haben wir auch präsentiert, gestaltet von Momo Design, nicht Momo Design, sondern Momo Design. Bekannt geworden ist der Momo für die Lenker für Rennwagen und Sportautos. Momo Design ist eben das Designstudio, das unter anderem Uhren und eben auch Zweiräder gestaltet. Unsere Auslandskorrespondentin und Umbauspezialistin Sabine Welte hat uns ebenfalls einen Umbau mitgebracht und zwar auf Basis einer Triumph Bonneville. Das ist eben ein sehr beliebtes Motorrad von FCR Original. Dazu gibt es einen kurzen Bericht und eine kleine nette Bildergalerie. Dann gab es weitere News zum Thema Reifen, nämlich von Metzeler. Die haben ja den Sportec M7RR präsentiert oder eigentlich auch nicht präsentiert. Die offizielle Präsentation wurde nämlich auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. Wir werden aber versuchen, den Reifen so bald als möglich in die Finger zu bekommen, denn es gibt bereits 380 Freigaben. Ihr könnt auf metzeler.de nachsehen,
ob es den Reifen auch für euer Motorrad gibt. Es handelt sich ja um einen Performance-Reifen, der mit den Erfahrungen aus dem Road Racing für echte Straßen konzipiert wurde. Das heißt nicht für perfekt gebügelten Rennstrecken Asphalt mit einem hohen Reibewert, sondern für verschiedenste Asphaltmischungen, auch für Schlaglöcher und andere Hindernisse, denen man so auf der Straße begegnet. Und deswegen sind wir eben auch schon sehr interessiert, wie der Reifen funktioniert. Auch für die 1190 Adventure gibt es etwas Neues, nämlich einen Auspuff von Aero. Die Adventure ist ja jetzt etwas im Schatten, das Super Duke, obwohl eigentlich sie der Technologieträger ist. Sie ist ja auch schon mit dem MSC, dem Kurven-ABS von KTM ausgestattet, das es für die Super Duke noch nicht gibt, angeblich auch nicht geben wird. Jetzt eben eine neue Auspuffanlage aus Italien, die ein Drittel leichter ist, natürlich mit und ohne Zulassung verfügbar, allerdings natürlich dann auch mit mehr Problemen verbunden. Dann haben wir wieder ein paar neue Galerien für euch. Wenn ihr einfach auf Galerien geht, Händler 1000 PS, findet ihr 5-6 neue Umbauten, die wir für euch aus dem Netz zusammengesucht haben. Dann hat die Racing Mo für uns beim Bergrennen in Landshag fotografiert. Insgesamt glaube ich über 1500 Fotos. Und zu guter Letzt waren wir auf der Bike Austria in Tulln und haben auch dort vom Freitag und vom Samstag jede Menge Bilder geschossen für alle, die nicht so gerne lesen. Dann haben wir natürlich einen Insider bei der Superbike WM mit Namen Johannes Orage. Der war auch bei dem letzten Rennen natürlich wieder vor Ort. Diesmal hat uns einige News zum Thema Bimota gebracht und zu einer streng limitierten Sonderserie Tom Sykes Replika von Kawasaki, die es angeblich nur in England geben wird. Reinschauen lohnt sich also. Und zum Abschluss wird mein Kollege, der jetzt hinter der Kamera steht, das schöne Osterwochenende auf der Motocross-Strecke von Paldau in der Steiermark verbringen. Dort startet nämlich die Motocross ÖM. Insgesamt wird es dann 7 Termine geben, wo Schmiedinger, Reisinger und Staufer um den Gesamtsieg kämpfen werden. Und wir 1000 PS-Mitarbeiter dürfen bei jedem Termin vor Ort sein und euch einen Bericht und ein Video bringen. Herzlichen Dank fürs Aufpassen und bis zum nächsten Mal.